Die Dokumentation eines ratlosen Fußballtrainers. Ottmar Hitzfeld, Coach des Tabellenführers Borussia Dortmund, musste kapitulieren und zwar vor den eigenen Personalproblemen. Ohne den kompletten Sturm, also ohne die drei Nationalspieler Schachlisa, Riedle und Paulsen, die erste Niederlage in dieser Saison im Westfalenstadion. Nach einer halben Stunde Hans-Peter Lehnhoff, der Leverkusener Torschütze, zum 1:0 Halbzeitstand. Unter den Augen von Bundestrainer Berti Vogts nach dem Seitenwechsel die Chance für Andreas Möller zum Ausgleich. Aber den Dortmundern fehlte heute einfach ein Torjäger. Die Folge: Bayer Leverkusen nutzte den Raum zum Kontern. Eine Viertelstunde vor dem Spielende Christian Wörns auf Markus Münch, das 2:0. Vorausgegangen Stellungsfehler von Riedmann und von Reuter. Auch Leverkusen nicht in Bestbesetzung, es fehlten drei Mann, Schuster, Kirsten und Lupescu, aber Dragoslav Stepanovic hat Alternativen, allen voran Rudi Völler, der bedient hier Andreas Thom und Leverkusen gewinnt in Dortmund mit 3:0 die ersten Pluspunkte für Bayer in der Rückrunde und das hoch verdient.